Ich glaube, was unterschieden hat, war, ich habe damals andere Pen & Paper geguckt und habe für mich identifiziert, meiner Meinung nach ist der größte Fehler, den andere Pen & Paper Formate machen, dass sie versuchen, akkurates Rollenspiel abzubilden. Und das ist langweilig. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich mal ein kleines Vorwort noch mache. Vorwort zu Pen & Paper. Am 21.03.2014 haben wir das erste Pen & Paper hochgeladen. In meiner Erinnerung war es ja so, dass wir die ersten noch auf MyVideo gestreamt haben. Das ist aber, glaube ich, Quatsch. Ich glaube, das erste lief tatsächlich auch schon... Naja, ich erinnere mich noch, sicher, dass wir vorher schon Pen & Paper aufgenommen haben. Die Idee, Pen & Paper als Format zu machen, kam irgendwann in der Vorbereitung oder in der Recherche zum Game 2 Piloten auf. Damals war das noch nicht Game 2 wirklich, sondern wir haben diesen Piloten so genannt. Da ging es um Dystopien, Cyberpunk und irgendwie, ich glaube, Deus Ex Human Revolution. Und eine der Vorlagen dafür war das Cyberpunk Pen & Paper und Dungeons & Dragons. Und das wollten wir damals erforschen und weil ich damit schon ein bisschen Erfahrung hatte, wo dieses Thema ging, dann zu mir. In der Vorbereitung haben wir einen Einspieler machen wollen, in dem wir so ein bisschen Pen & Paper spielen. Der hat es auch in das Format geschafft tatsächlich. So ein ganz kurzer Ausschnitt so, ich hau das Monster tot oder so. Und dann war Pause, Rollen, ja, klappt. Oder irgendwie sowas. So ein kurzer Einspieler-Gag. So. Jedenfalls ist da dann die Idee geboren, ein Pen & Paper mal zu machen und das als YouTube-Video hochzuladen in irgendeiner Form. Das war also die Zeit, in der wir neuen Content erforscht haben und so weiter. So, dann haben wir irgendwann das erste Pen & Paper aufgenommen. Ich glaube, das erste war das ist auf dem USB-Stick, mit dem Kinderheim das. Da sind die Spieler sind Kinder und spielen in so einer Art Zeitschleife, in der sie dann erwachsen werden können. Da hatte ich ein eingedampftes DSA-System gemacht und so weiter und so weiter. Dann gab es, soweit ich weiß, noch ein Pen & Paper. Da haben wir eine klassischere Variante gespielt, an die ich mich nicht mehr zu 100% erinnere, dass wir auch nie gesendet haben, weil wir damit auch nicht zufrieden waren. So, und dann kam die Live-Idee. Wir wollten Rocket Beans live machen. Wir sind über damals, wie hieß das noch, Hard Reset? Ich glaube Hard Reset, ne? Dass wir von den Pizmeets übernommen haben, so ein Format, das wir dann irgendwie auf MyVideo gesendet haben. Und darüber kam die Idee, mehr live zu machen, weil wir eine Live-Regie angeschafft haben und so. So. Dann kam die Idee, lass uns doch mal Live-Formate entwerfen. Und irgendwann in diesem Dunst bin ich, glaube ich, zu Michael Petrescu ins Büro, oder da waren wir, glaube ich, im gleichen Büro. Das war so die Anfangszeit, als wir in einem Büro waren und ständig Ideen zugeworfen haben. Und dann meinte ich so, ey, diese Idee mit einem Pen and Paper, ich glaube, ursprünglich kam die mal aus der Ecke der Vier. Die haben mal den Wunsch geäußert, sowas zu machen. Dann meinte ich so, ey, eigentlich ist das doch geil, wir haben das irgendwie nie so richtig geil hingekriegt, aber wollen wir das nicht vielleicht mal live machen? Die Idee kam vor allem auch deshalb, weil ich zu der Zeit gerade wieder zurück war aus Wilhelmshaven. Also ich saß dann in Wilhelmshaven in der Wohnung meiner damaligen Partnerin. Da war so die Zeit, als ich die finanziellen Probleme hatte mit dem Studium und klar wurde, ich werde wieder nach Hamburg gehen müssen, um zu arbeiten und so. Hab dann gesagt, ey, die kreative Energie, die ich gerade habe, irgendwie habe ich zu der Zeit viel so Zombie-Medien geguckt, hatte dann irgendwie gerade so 28 Days Later nochmal gesehen und hatte irgendwie so das Gefühl, ich finde das Thema Zombies geil, aber ich finde die Herangehensweise nicht geil. Ich finde das blöd, dass bei Zombie-Spielen und Zombie-Kram der Fokus immer so darauf ist, Horden von Zombies wegzurotzen. Und ich dachte, es ist doch viel spannender, dass man ein Universum, also dass die Gesellschaft zusammengebrochen ist und ich in dieser neuen Gesellschaft meinen Platz wiederfinden muss. Und ich dachte, das ist doch das. Ah, Walking Dead war da gerade gekommen, deswegen kam diese Idee. So. Und ich dachte, das ist das Spannende. Ich fand immer das spannend. Darum fand ich die ersten paar Folgen von The Walking Dead hammergeil. Zombies waren saugefährlich. Du bist nicht rumgelaufen wie der Held im Zelt und hast die reihenweise weggerotzt, so. Sondern du musstest dich in einer komplett neuen Welt zurechtfinden. Super coole Idee, so. So, und dann dachte ich, ey, setz dich mal hin und fängst an, was zu schreiben. Und dann habe ich das Tiers-Regelwerk geschrieben. Ich habe damals mit dem Fokus geschrieben, dass ich ein Regelwerk entwerfen möchte, das so unmöglich ist, sich darin zu verskillen, dass jeder damit anfangen könnte zu spielen. So. Also, und dass man es auf potenziell jedes Setting anwenden kann. Das heißt, ursprünglich hatte das auch mal einen anderen Namen. Ich glaube, das Tiers-Regelwerk hieß am Anfang auch mal das How-to-be-a-Hero-Regelwerk, das ich ja dann später nochmal geschrieben habe. So. Und dann war meine Idee nie verskillt. Ey, von den vier Charakteren war keiner verskillt in der ersten Runde. Die haben halt kack gespielt.
Aber die waren nicht komplett nutzlos. Das Tiers-Regelwerk ist, weiß Gott, nicht das stärkste Regelwerk da draußen. Aber es macht erstens Spaß, sich einen Charakter zu bauen. Es geht verhältnismäßig schnell. Und zweitens ist es extrem schwer, sich komplett zu verskillen in diesem Regelwerk. Man wird einen Charakter hinkriegen, der zumindest in einer gewissen Weise einen brauchbar spielbaren Charakter widerspiegelt. Außer man möchte aktiv dagegen vorgehen, aber das ist auch schon schwierig in dem Regelwerk tatsächlich. So. Jedenfalls war dann meine Idee, ey, schreib das doch mal. Dann habe ich hingesetzt und das runtergeschrieben. Ich glaube, das erste waren nur irgendwie 20 Seiten oder 25 Seiten oder so. Und dann, als ich dann wieder bei Rocket Beans war, schoss mir das in den Hinterkopf. So, ach, du hast doch dieses Regelwerk geschrieben. Daraus könnte man doch was machen. So, und habe dann Michael angesprochen, der fand die Idee geil. Und haben gesagt, okay, wir machen jetzt ein Pen and Paper. Dann habe ich angefangen, die Story dafür zu schreiben, damals im Zug. Ich bin damals immer noch zwischen Oldenburg und Hamburg hin und her gependelt, 2 oder 3 Mal die Woche. Und habe dann immer im Zug geschrieben. Weil ich ja eigentlich war mein Job ja nicht, also zu der Zeit war ich nicht angestellt als Autor für Live-Projekte oder irgendwas anderes bei Rocket Beans TV. Sondern es war alles so ein Nebending. Ich war halt Redakteur für TV. Und das ist so ein Nebenprojekt dann geworden. So, jedenfalls, dann habe ich angefangen zu schreiben und dann war es eigentlich alles fertig geschrieben. Mal als Shoutout an Alvin, ich glaube, das war eins der letzten Pen and Paper, die ich wirklich so richtig lange vorher fertig hatte. Ist schon nicht so einfach, weil ich immer relativ spät erst schreibe und so und das ist nicht so einfach, die Ressourcen dann noch zu erstellen. Aber jetzt erstmal wieder zum Punkt. Dann haben sich relativ viele Leute gefunden, die extrem viel Liebe für diese Idee hatten. Damals kam, glaube ich, Miriam auch schon auf mich zu und hat gesagt, ey, ich finde die Idee hammergeil, lass mal ein Studio dafür bauen. Gunnar hat damals auch noch mit Studio gebaut. Dann kam, glaube ich, Annabelle, war so eine der ersten, die gesagt hat, Alter, ich würde hammergern Regie dafür machen, das hört sich mega geil an. Und das ist auch so ein Zwischentür- und Angel-Ding gewesen, dass Alvin dann auf einmal meinte, ey, Alter, das klingt mega geil, lass mal Grafik dafür machen. Und dann haben Alvin und Ben, haben, glaube ich, am Anfang das zusammen gemacht. Dieses allererste Intro, was wir gleich sehen, hat noch Ben gemacht. Und dann irgendwann hat sich so rauskristallisiert, dass Alvin so der Haus- und Hofzeichner und Grafiker dafür wird. Und dann kommen wir gleich noch zu mehr, was zu diesem Format. Jedenfalls, eine Woche oder maximal 2 Wochen, bevor wir gesendet haben, stand ich in der Live-Regie und dann haben wir irgendwie Hard Reset gemacht, gab so eine Live-Umfrage oder so. Und dann meine ich zu Michael, Alter, wäre das nicht hammergeil, wenn die Community in der Story mitentscheiden dürfte, was passiert. Und dann meinten wir alle so, das ist ja Hammer, die geile Idee, lass das mal machen. Und dann haben wir angefangen, das einzubauen. Und ich habe damals noch voll krass in so Fernsehmustern gedacht. Und dachte, ja, dann muss natürlich, wenn eine Umfrage kommt, eine Pause sein. Und dann muss das Abenteuer so geschrieben sein, dass immer 30 bis 45 Minuten sind. Pause, in der die Umfrage kommt, nächster Abschnitt. So, was natürlich dazu geführt hat, dass die ersten Abenteuer auch sau railroadig waren, also super krass einem Strang folgten, weil ich immer ab 30 Minuten eine Stimme im Ohr hatte, die dann so hieß, Hauke, wir müssen jetzt in den nächsten 5 Minuten in eine Werbung. Und dann musste ich die Story an den Punkt bringen, wo die Umfrage ist, damit wir in die Werbung gehen können. Hat aber alles geklappt und dann kam das erste Pen and Paper und ich erinnere mich noch, dass wir vorm Pen and Paper, glaube ich, gesagt haben, Alter, wenn heute 2000 Leute zugucken, wäre so krass. Und dann haben wir angefangen. Und dann haben wir auf einmal 5000 Leute zugeguckt. Und ich weiß noch, dass wir in der Regie standen und es irgendwie so echt irgendwie alle abgeklatscht und waren mega begeistert. Und auf einmal haben 10.000 Leute zugeguckt. Und ich weiß da noch, dass wir uns wirklich so in den Armen lagen, in den Pausen und sagten, das ist ja so geil. Und dann haben wir, glaube ich, 15.000 Leute zugeguckt beim ersten Mal. Und das war so krass, war für uns damals so unvorstellbar. Also es waren so unvorstellbare Live-Zahlen damals. Und in den späteren Teilen haben wir dann irgendwann mal diese fast 50.000 geknackt. Aber das war richtig krass. Und so ist es halt manchmal. Das Pen and Paper ist bis heute das Format von allem, an dem ich so mitgearbeitet habe, das trotz Game 1, Game 2 und allem Möglichen das am meisten geprägt hat, wie mein Leben heute aussieht. Also die meisten von euch haben, glaube ich, neulich hatten wir eine Umfrage, da haben auch fast 80% immer noch oder mehr als 80% gesagt, ich kenne dich durch Pen and Paper. So. Und das ist der Name, wo das ist das erste Mal, dass ich präsent vor der Kamera war für längere Zeit und man mich als Host von irgendwas wahrgenommen hat. Das mal so als kurze Einleitung, warum dieses Format damals, es war halt ein Glückstreffer. Ich glaube, was unterschieden hat, war, ich habe damals andere Pen and Paper geguckt und habe für mich identifiziert, meiner Meinung nach ist der größte Fehler, den andere Pen and Paper Formate machen, dass sie versuchen, akkurates Rollenspiel abzubilden. Und das ist langweilig, habe ich damals für mich beschlossen. Ich finde beim Rollenspielen akkurates Rollenspiel schon langweilig genug, aber noch jemandem dabei zugucken, wie noch langweiliger. Und habe dann gesagt, was wir machen, ist ein Showformat mit Rollenspielelementen und nicht umgekehrt.
Wenn ihr zu Hause Rollenspiel spielt, wird das anders ablaufen, als unsere Pen and Paper ablaufen. Und das ist völlig in Ordnung. Und das war am Anfang auch so die nervigste Kritik, die ich ständig hörte. Leute, ja, so ist Pen and Paper halt nicht und so. Und ich, Alter, ich habe auch nicht versucht, Pen and Paper abzubilden. Ich habe versucht, Pen and Paper so zu zeigen, wie ich glaube, dass das mehr Menschen da draußen Spaß machen würde. Und ich habe bis heute treffe ich manchmal Leute, die sagen, ja, also meiner Meinung nach hast du Pen and Paper keinen Dienst erwiesen, sondern Pen and Paper im deutschen Raum total Kacke gemacht, weil alle jetzt denken, so spielt man das. Und ich sage, du, meiner Meinung nach kann man ein Hobby auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Und wenn das so, wie du das machst, nicht vielen Leuten Spaß gemacht hat, dann sage ich das nicht, dass du falsch liegst. Aber das heißt auch nicht, dass ich falsch liege.